Weil ihr es so liebt und weil ich es so liebe, machen wir heute wieder Preise erraten. Und was ist mit mir? Naja, du bist schlecht da drin. Du verlierst immer dein ganzes Zeug. Ich hasse es! Und ihr könnt auch mitraten. Was schätzt ihr? Wie viel haben die Dinge gekostet, die wir gleich zeigen? Man darf wie immer 10% vom Preis abweichen und man hat immer noch gewonnen. Das finde ich cool. Kurze Info, die müsste ich dir nicht geben, aber ich bin mal so nett. Viele meiner Dinge sind von Action. Oh. Und deine? Ich habe auch Sachen von Action. Und auch Sachen von woanders. Das müssen genug Infos sein. Ja, barababa, los geht's, was zum Essen. Nee, damit fange ich nicht an. Ich habe geplant, diesen Sommer eine Zitronenparty zu machen. Da mache ich so eine blau-gelbe Deko. Können wir mal so Inspo-Bilder einblenden? Genau so mache ich. Und dafür habe ich jetzt so Zitronenschalen gekauft bei Action. Du musst jetzt raten, wie viel eine gekostet hat. Ich frage mich aber gerade, was es dort zu essen gibt. Zitronenpasta. Oh, lecker, liebe ich. Das Rezept findet ihr übrigens in unserem Kochbuch. Ich weiß ja nicht, im ersten oder im zweiten. Wie viel eines gekostet hat? 99 Cent. Wenn es richtig ist, kriege ich alle, ne? Da steht die Lösung drauf. Die erste Sache und ich habe einfach mal knallhart richtig geraten. Ich danke dir sehr. Aber ich weiß, du wirst nie diese Zitronenparty machen. Ich muss die jetzt machen? Ja, natürlich. Da hast du dir was eingebrockt. Also eigentlich wäre ich lieber eingeladen. So sind die Regeln. Ich habe mein Fahrradschloss gekauft. Wozu? Du hast nicht mal ein Fahrrad. Ich habe aber so ein nerviges Gartentor. Und das will ich verschließen. Den Preis will ich gar nicht erraten. Was soll ich damit? 9,50 Euro. Ups, Premium-Schloss gekauft. Viel Freude damit. Dein Gartentor ist nicht einbruchsicher. Meines jetzt schon. Das ist bestimmt hochgradig sicher. Das haben die im Gefängnis auch, das gleiche Schloss. Ich habe was zu essen gekauft und dachte, man kann ja mal raten. Ich bin mir sicher, dass wir die schon mal in dem Video gekostet haben, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie die schmecken. Deshalb, ich müsste vorher kosten, damit ich die Qualität einschätzen kann. Erst raten, dann probieren. 1,79 Euro. Was bedeutet das? Es kostet 1,99 Euro. Das heißt, du darfst 19 Cent daneben legen. Oh ja, das müsste ich im Tag. 1,79 Euro plus 19, ich glaube, das sieht gut aus. Warte mal. Ich liebe diese Videos. Lasst uns mehr davon machen. Nein, nein. 1 Cent. Du hast dich um einen Cent verschätzt. Mal sei doch nicht so kleinlich. Regeln sind Regeln und dürfen auch nicht gebrochen werden. Sehen aus wie Dino-Eier. Ja, voll. Ich habe hier Sesam. Sind da Erdnüsse drin? Mhm, oder? Die sind so ein bisschen süß, ein bisschen salzig. Lecker. Ich finde die gut. Mhm, finde die auch lecker. Aber die knuspern so laut, dass man die eigentlich nicht während des Fernsehens essen kann. Lautstärke 100, dann geht's. Aber der Rest der Tüte gehört mir. Moa, Moa. 1 Cent hat mich gerettet, Leute. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Weißt du, was das ist? Hallo, Billy. Ja, die nimmt man zum Abschminken. Die macht man sich da drauf. Und wenn man sich dann das Gesicht wäscht, läuft das Wasser nicht so eklig in den Ärmel. Cool. Die wollte ich mir eh schon super lange kaufen. Also, ich schätze mal, die haben... Ich habe dran gerochen, so Qualitätscheck und so. Keine Rennnuss. Nein. 1,99. Nein. Wie kann man so schadenfroh sein? Nein, Billy. Bleib oben. Düm, düm, düm. 99 Cent, volle Schnäppchen. Gib die her. Ich habe das hier. Watercolor Metallic Paint Set. Sieht aber aus wie zum Schminken. Nein, es ist zum Malen. Und da ist auch noch so ein Pinsel dabei mit Wasser. Da macht man Wasser rein und dann kann man so Wasser malen. Sieht so spaßig aus. Du darfst den Preis erraten. 2,79 Euro. Was? Das musst du falsch aufgeschrieben haben. Nee, ich war selbst geschockt. Voll günstig. 1,45 Euro nur? Das ist doch nicht normal. Du kannst zu Action gehen. Es gab auch noch andere Farben. Du kannst die Blautöne nehmen. Und dann machen wir im BFF-Battle, wer ein schöneres Watercolor-Bild macht. Das ist meine Farbpalette. Die schimmern sogar richtig schön. Und das ist der Stift. Den muss ich erstmal mit Wasser befüllen. Ich glaube nicht, dass ich das aufsaugen kann. Ich bekomme den Stift nicht auf. Nö, aufsaugen klappt nicht. Doch, ein bisschen was habe ich. Ein bisschen was. Okay, das wird mein Hintergrund. Oh, das schimmert richtig schön. Seht ihr das überhaupt? Künstlerisches Aquarellgemälde. So ein bisschen Wasser. Drop, drop. Ich finde die Farbpalette auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die Fliege findet meine Kunst auch toll. Hä, weg mit dir. Hä, ist die gerade die Farbe? Was macht diese Fliege? Ich bin ein bisschen unkreativ, was ich zeichnen könnte. Mein Kunstwerk. Ich weiß, an mir ist eine Künstlerin verloren gegangen. Oh nein. Okay, ich bin noch in der Übung, aber ich sag's euch, die Farben sind richtig gut. Ich sag's euch, das wird nichts mehr. Aber die Farben schimmern richtig schön. Also wenn das keine Kunst ist. Ich habe das gefunden. Ist das nicht süß? Das sind Bilderrahmen. Das will ich meiner Mama irgendwann schenken, weil sie hat 2 Katzen und dann kommt in jedes ein Bild rein. Katzen denken ja sowieso, das sind kleine Löwenbabys. Sind Tiger. Ist doch egal. Haben die keine Ahnung von. Süß, ich will es auch haben. Jetzt die einmalige Chance, es zu bekommen. Ich muss den Preis von einem erraten, ne? Mhm. Und dann bekomme ich beide. Mhm. That's the game. Mhm. Sag schon. Los! 1,45. Wieso schätzt du denn so wenig? Zuerst dachte ich 2,45, aber es war ja gerade meine Wassermalfarben auch so günstig. Auflösung!
Entschuldigung, Mami von Sarina. Es tut mir wirklich leid. Du musst halt nochmal zur Action gehen. Deine Mama hat da keine Katzen. Ich behalte sie auch mir. Du hast auch keine Katzen. Stell vor, hier drin Tiran. Ist das der Gesichtsausdruck von Tiran? Ja. Ein kleines süßes Federmäppchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt. Ich auch nicht. Aber irgendwie gefällt es mir. Ja, man muss es länger angucken, dann wird es immer schöner. Wird mir ein bisschen schwindelig. Guess the price. 2,99. No, no, no. 1,99. Und weiterhin in meinem Besitz. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Gehören beide zusammen? Nö, du kannst sie einzeln verwenden. Hä? Ich hätte gesagt eine Haarspange, aber... Oder ein Taschenhalter, aber irgendwie denke ich mir, wo macht man das fest? Hey, das ist gar nicht so schlecht. Es ist ein Taschenhalter, aber für wo? Fürs Auto. Das kann man hinter die Vordersitze... Ja. Ah, das will ich haben. Du hast ja gar kein Auto. Ja, aber ich fahre halt öfter mit Autos mit und dann kann ich da so meine Tasche aufhängen. Gib's zu, du willst dich einfach in meinem Auto einnisten, wie so ein kleiner Parasit. Mmh, 1,89. Du darfst nochmal. 89 Cent. Nein! 4,77 €! Ja, voll teuer. Okay, und so funktioniert das Ganze jetzt. Einmal rundherum und schon montiert. Ich habe einen Rucksack mitgebracht. Ist doch mega. Ist doch ultra praktisch und sieht gut aus. It's your turn. Ein Kleid? Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halte. Vielleicht schicke ich es auch noch zurück. Außer du gewinnst. Jeans ist nicht so meins. Es ist ein Jeanskleid. Es hat unten so Rüschen. Eigentlich ist es ganz süß. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Guess the price. Sag mal. Sag mal ungefähr. Mehr als 10 Euro oder weniger als 10 Euro? Mehr. 17,98. Ziemlich gut. Ist nicht dein Ernst. Bis jetzt zwei Sachen gewonnen, die du beide nicht haben wolltest. Wie geht's dir damit? Weißt du, was das ist? Ich frage das für jede einzelne Sache. Kofferorganizer, 10-teilig Packing, 10 Mann, übles leichtes Reisegepäck. Es ist ein 10-teiliges Koffer. Das will ich auch haben. Du hast richtig gute Sachen gekauft. Nicht nur so Schrott wie du. Das ist für die Unterhosen. Warum denn? Mit Nö. Buch? Washbag. Guck, da kannst du so, kann man Kosmetikprodukte. Cool, da auch Kosmetik. Keine Ahnung, für was das ist. Und Dosen. Nochmal so ein komischer Beutel. Sind dann so lauter so kleine Pakete kann man damit packen. Ein Paket mit. Die sollte man nie vergessen. Ja. Was denkst du, was das ganze Set gekostet? 10-teilig, also glaube ich 16,45. Das könnte ich jetzt gut gebrauchen, weil im Sommer ist man eh öfter mal auf Reisen. Was habe ich gesagt? 16,45, glaube ich. Teure Ware hast du dir ausgesucht. Das ist auch cool. Willst du mich nicht auch mal fragen, ob ich weiß, was das ist? Weißt du, was das ist? Oh, das ist für kleine Kinder zum Rechnen lernen. Sag bloß das. Oh! Aber das ist ein Zettel und da kann man Zettel nachlegen. Das ist voll cool. Auf so einem Zettel draufschreiben, das da reinstecken. Es gibt ein X oder ein Häkchen. Cool. 6,50 €. Leider nein. Kannst du behalten. Mach ich auch. Okay, dann schreibe ich hier mal meine To-Dos rein. Da hat man nicht so viel Platz zu schreiben. Ich glaube, man muss das vorher schreiben und danach reintun. Das ist eindeutig einfacher. Einkaufen, Tierarzt, reiten. Haare waschen. Du vielleicht. Du musst es auf deine To-Do-Liste schreiben, weil du es sonst nicht machst. Bei Weekly Goal kann man hinschreiben, Haare waschen, duschen. Spaß, Leute. Spaß. Und wenn man die Liste fertig hat, kann man sie hier reinstecken in den kleinen süßen Teddybären. Ach so, das ist alles noch nicht erledigt. So, Freunde. Wir sind noch nicht fleißig gewesen. Und gleich nach dem Einkaufen kann man dann so machen. Hä, warum ist das Häkchen rot? Macht gar keinen Sinn. Rot, geschafft, toll. Weißt du, was das ist? Ich liebe Rucksäcke. Wisst ihr, Sarina läuft bis heute noch dauernd mit ihrem Wednesday-Rucksack herum. Ich liebe den. Ich liebe den nicht. Ich finde, du siehst damit ein bisschen komisch aus. Hä, der ist voll praktisch. Da passt mein Laptop genau rein. Der ist gut für den Rücken. Praktisch ist eine Sache. Der sieht ein bisschen schöner aus, aber er erinnert mich ein bisschen an den Wednesday-Rucksack. Nur eine andere Farbe. Was glaubst du? Ich will ihn gar nicht haben, deswegen rate ich 22 Euro. Dim, 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 dim. 25,50. Ne, das ist nett drin. Zum Glück. Hast du schon irgendwas von mir bekommen? Ja, von deiner Mama zumindest. Weißt du, was das ist? Ein Gürtel mit einem Herzschneider. Richtig. Sehr billig. Keine gute Ware. Der fühlt sich so ein bisschen an, als wäre er aus Papier. Ich würde sagen, so 1,49. 3,89. Leider nicht. Bin ich jetzt nicht so traurig. Danke. Ich bin dran. Das ist eine süße Hundeschüssel. Ja, es gibt ja 3D-Tassen. Und das ist eine 3D-Schale. Ich finde ihn so mittel. Aber ich habe ihm dann schon einen Namen gegeben im Laden und dann musste ich ihn nehmen. Benno? Du hast ihn wieder vergessen. Henning. 2,50 €. Warte, warte. Oh mein Gott. Mm-mm. Doch. 29 Cent darf man nur daneben liegen. Oh nein.
Henning, was ein Glück, du bleibst bei mir. Süßer Knuffel, Puffel, Puffel, Puffel. Ich habe einen Tisch gekauft. Ein Tisch? Da gab es auch so kleine Möbelstücke. Der sieht ja richtig cool aus. Mhm. Den will ich haben. Ich auch. Oh, richtig gut. Mm. Der von Action. Sag ich nicht. Also ich weiß, dass die Sachen bei Action sehr günstig sind. Auch die Möbelstücke. Ich folge nämlich einer Seite auf Instagram. Ich hab die Preise? Das darfst du? Musst du sofort entfolgen? Nein, die machen halt immer so Action-Finds. So ein Korbsessel für 29 Euro gekauft. Also schätzt du 29 Euro? Ich schätze 10 Euro. Wo gibt's denn für 10 Euro einen Tisch? Das ist ein kleiner Tisch, das ist ja kein Esstisch. Aber der ist sehr schwer, der Tisch. Heb mal auf. Oh, der ist echt schwer. Ich weiß, wenn du versuchst, mich umzustimmen, dann liege ich richtig. Ich kenne dich doch. 9,95 Euro. Dum, dum, dum. Dum, dum. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Tisch. Oh, danke, danke. Oh, ich habe so eine tolle beste Freundin. Sie bringt mir einfach einen Tisch von Action mit. Danke. Nicht freiwillig. Danke. Okay, das Aufbauen hat 3 Minuten gebraucht. Und so sieht er aus. Klein, aber fein. Sieht das gut aus? Ich habe noch ein Möbelstück. Ein Bett. Hast du noch was? Ja. Nichts, was ich dir geben will. Leuchtmarker. Die sind mini und die sind süß und aber ein bisschen verwirrend, weil ich weiß nicht, welche Farbe da drin ist. Ja! Aber voll süß. Die kosten sicher auch so 1,49 wie die Wasserfarben. Letztes Angebot. Mhm. 1,49. Mhm. 79 Cent! Das heißt, du darfst 9 Cent daneben liegen. Ja, habe ich wieder nicht geschafft. Ich besitze schon ein paar Highlighter, aber jetzt besitze ich noch mehr, weil die waren so süß. Das ist jetzt eine Überraschung, welche Farbe sich gleich in den Stiften verbirgt. Ich glaube, hier ist blau drin. Ja, es ist immer die Farbe vom Hinterteil. Ich glaube, ich muss da jetzt noch was richten. Das geht so nicht. Ja, okay, so sieht es aber irgendwie langweilig aus. Nicht mehr so cute, ne? Sie funktionieren und sie sehen süß aus. Ich glaube, ich lasse es so ein chaotisch. Ich will keine Zitronenparty geben müssen. Dann schenk mir dein letztes Möbelstück und dann schenkst du mir noch die Zitronenschalen. Und dann mache ich eine Zitronenparty. Weißt du, was das ist? Der ist ja richtig schön. Ein Spiegel. Aha. Der sieht aus wie von Bridgerton. Aha. Der würde zum Rosenhof passen. Ja. Aber wenn ich ihn jetzt richtig errate, bekomme ich ihn. Ich glaube, so sind die Regeln. Eigentlich bin ich ein netter Mensch. Aber in diesem Video kommt manchmal das Böse in mir hervor. Dieser Spiegel hat 12,95 Euro gekostet. Ich muss nachgucken. 8 Euro, noch ein bisschen was? Er bleibt bei mir. Krass. Wie oft habt ihr richtig geschätzt? Und dann könnt ihr euch schon eure Adresse dazu schreiben, dann schicken wir es euch. Nein, das war nur Spaß. Bitte schreibt nicht eure Adresse da rein. Nein, 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 nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.